Das ist Kühlschrank. Ja, der hat was vom Kühlschrank. Das finde ich gut, ja. Der ist doch so flach. Hat das eigentlich auch Relevanz, ob der einen Rahmen hat oder nicht? Ich komme mir echt jetzt mittlerweile so vor wie beim Juwelier. Ich ein bisschen wie bei Homeshopping gerade. Aber ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag bei Smartest Home. Wie schon angekündigt, folgt heute die Vorstellung des Basalte Fibonacci Tasters. Wir sind wieder in der Luxusklasse, in der höchsten Klasse, die man sich bei KNX-Tastern vorstellen kann. Warum Luxusklasse? Das heißt einerseits das Material, das heißt also die Oberfläche, die wir haben. Den haben wir jetzt mal ein bisschen andersrum gestellt, damit überhaupt stehen bleibt. Und zum anderen auch von der gesamten Anmutung, von der Farbgebung. Ich glaube, Ada, du kannst es ja auch so beschreiben, es ist für diejenigen gedacht, die Innenarchitektur, Farbgebung, Design, wo das alles miteinander ineinander übergeht und stimmig sein muss oder sein soll. Ja, so ist es. Ich finde den sehr, sehr schick und sehr modern. Natürlich muss der Rest auch gut dazu passen und abgestimmt sein. Und wir haben den nicht ganz symmetrischen Taster. Und woran liegt das wohl, Frank? Also da muss ich dir sagen, Fibonacci hat irgendwas mit Mathematik und goldenen Schnitt zu tun. Und nach unserer Diskussion zu Beginn des Videos hier nochmal von uns die Frage, was denkt ihr? Wie kommt dieser Taster zu seinem Namen? Wieso heißt der Fibonacci? Könnt ihr ja mal drunter kommentieren. Was kann der alles? Also die gleichen Funktionen, wer den Sentido kennt, der Taster ist ungefähr 50% größer wie ein Sentido-Taster, der quadratisch ist, der ist jetzt länglich. Wir haben hier eine Vierfachvariante, also wir haben hier zwei Taster. Wir haben nach oben und nach unten, also das ist eine Touch-Funktion. Wir haben also keinen Klick im Vergleich zum Basalte Chopin. Ne? Also das ist kein Feedback mechanisches, sondern wir haben hier natürlich eine Rückmeldung, die in Form von dieser LED ist. Und was hier noch besonders ist, wirklich muss man sagen, ich habe so eine Annäherungsfunktion. Das heißt also, wenn ich in die Nähe des Tasters komme, schaltet er von hinten die Beleuchtung von den einzelnen Tastenfunktionen zu. Standardmäßig haben wir diese Pfeile nach oben und nach unten. Und natürlich kann man das individuell eingravieren, wie man auch bei dem Taster alles individualisieren kann. Da kommen wir gleich noch dazu. Was hat er für Tastenfunktionen? Das hat dich interessiert. Ne? Wir haben nach oben, nach unten. Mhm. Wir haben das links und rechts. Wir haben einen Multitouch. Ne? Das heißt also, ich berühre mit beiden Fingern, den Taster und kann ich eine Schaltfunktion ausführen. Und über die Länge des Touch? Dann kann ich lang und kurz drücken, das kann ich. Und was ich noch machen kann, ich kann durch Multitouch lang drücken, rufe ich den Szenensequenzer auf. Das Ganze kann man in der Software alles einstellen, das kann man parametrieren. Also das Beschriftungsfeld ist kostenbar Euro. Da kann ich mir das individuell beschriften, ob da jetzt zum Beispiel Kinderbad oder auch Entree-Korridor, was auch immer da drin steht. Das kann ich hier alles festlegen. Hier in diesem Fibonacci ist ein Heizungsregler integriert. Ich kann auch eine Kühlfunktion machen. Ich habe einen Temperatursensor. Und das Ganze ist zwar nicht sichtbar. Es ist also kein Display, wo ich die Temperatur angezeigt kriege. Ne, da gibt es ja auch Taster. Aber ich kann das natürlich über ein iPad, über ein Gerät anzeigen lassen, über meine Visualisierung. Das kann man dann sehen. Finde ich sehr gut. Wir haben 6 Szenen mit 8 Ausgängen. Das Ganze muss man verstehen. Also ich kann 6 Szenen vorwählen und kann aber trotzdem... Also hier kann ich nur 4 am Taster, aber in der Software kann ich 6 einstellen und kann 8 Ausgänge steuern. So, was noch ganz interessant ist, wir haben eine Nachtlichtfunktion mit 10 Farben, die in 3 Stufen dimmbar ist. Ne? Und das... Also das ist... kann man natürlich auch auf dem Weg nachts, wo auch immer man geht, kann man das als Positionslicht benutzen. Es gibt die gleichen Materialien wie bei den übrigen Basalte-Tastern. Also haben wieder diese 12 Varianten. Mhm. Und vielleicht zeigt man das Ganze auch nochmal, dass man das sieht. Also wir haben diese gebürsteten Aluminium in
ja, in dieser natürlichen Aluminiumfarbe, natürlich ist das auch eine Schutzschicht drüber. Ne? Aluminium würde sonst oxidieren. Wir haben gebürstetes Grau, gebürstetes Schwarz. Wir haben dieses Satin-Weiß. Und das Ganze gibt es dann noch in Bronze, in Nickel, in Messing. Ne? Und diese gefällt dir, glaube ich, so gut, diese Hammerschlaggeschichten. Also dieses Fer-Fauché, Gunmetal, Bronze, Rosé, Grau. Das gefällt mir gut, ja. Das ist ein Zweifachtaster und das ist ein Vierfachtaster. Und dann als Beispiel hier mal, wo wir mal zeigen können, das sind so die Aluminium-Varianten. Wieder aus dem vollen gefrästes Aluminium, sehr hochwertig, vergilbt nicht. Bei Kunststoff habe ich immer das, dass die Weichmacher ausdiffundieren, dass es eventuell nach 10 oder 15 Jahren vergilben kann. Oh. Das ist fancy. So, ich glaube, jetzt habe ich dich ein bisschen überzeugen können. Was bei euch ja auch immer so ist, die Frauen treffen die exakte Auswahl der Taster. Also meine Erfahrung bisher ist immer, dass die Frau legt die Materialien und auch die Farben fest. Ich will nicht ein paar. Und ja, also du hast ja, ich habe ja gesehen, wie du reagiert hast, als ich dir das gezeigt habe. Ja, shiny. Ich finde das sehr schön. Wieder mal muss das natürlich zum Rest des Raums passen. Das ist ja nun klar. Wenn wir diesen Taster in allen Räumen befestigen, dann muss natürlich das Gesamtkonzept wieder stimmen. Im ganzen Haus. Das stimmt allerdings. Also auf einer weißen Wand wird jetzt hier der Kandidat in goldfarbenen Messing wahrscheinlich nicht so gut aussehen. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist dein Favorit, oder? Ja, das finde ich gut. Ich mag auch wieder Rosé. Das ist so. Aber ja. Natürlich Geschmack. Also ich komme mir echt jetzt mittlerweile so vor wie beim Juwelier. Ein bisschen wie bei Home Shopping gerade. Aber ja. Okay. Ach, da sind sie. So. Mhm. Das ist für mich meins. Also, das ist ja diese Fer-Fauché Hammerschlag in diesen Farben. Du hast vorher dieses Kupfer hier genommen gehabt, ne? Ja. Hier. Ich glaube, das vom Gewicht her ist das schon. Oh, das ist ja wirklich nochmal. Ja. Ja, die sind natürlich alle so schwer. Mhm. In welcher Preiskategorie bewegen wir uns? Magst du nicht die Frage? Also, das Ganze ist ja so: Basalte will seine Exklusivität sich auch deshalb in der Form bewahren, dass es nicht überall erhältlich ist und dass es auch nicht jeder jetzt irgendwie haben kann. Ne, das ist wirklich so, sie wollen diesen exklusiven Charakter uns behalten. Und ja, also ich würde sagen, 25-30% über dem Sentito sind wir preislich nochmal. Und dann, also ihr wisst alle, was der Sentito kostet, wo wir unterwegs sind. Eine Frage zur Gravur, die man ja da anfertigen kann. Das kann man ja bei allen Tastern, also bei vielen Tastern ja machen. Aber ist es denn sinnvoll, sich das gravieren zu lassen? Weil du kannst das ja auch umprogrammieren. Das ist ein ganz, ganz schlauer Punkt, den du sagst. Wir sind ja in der KNX-Welt. Das heißt also, wir können die Tastenfunktionen hier variabel belegen. Und wenn ich was umprogrammiere, dass ich jetzt sage, das ist nicht mehr Jalousie, sondern das ist Beleuchtung. Und hier steht Jalousie hoch runter. Ist das ein bisschen blöd. Also, weiß ich nicht, ob ich es machen wollen würde. Das ist ja eine persönliche Sache. Genau, und standardmäßig sind also diese Pfeile nach oben und nach unten. Und man kann da halt Icons oder Symbole verwenden oder man kann Text verwenden. Du würdest wahrscheinlich das so lassen, wie es ist. Ne? Ja. Das war mal so ein Beitrag zum Basalte Fibonacci, goldener Schnitt. Kann man jetzt diskutieren, ob der Name, was das damit für einen Zusammenhang hat. Der Fibonacci ist wirklich in der, ich sage wirklich, es ist die Luxusklasse. Passt nur zu bestimmten, in bestimmtes Umfeld. Beim Sentido, der halb so groß ist oder 50% kleiner ist, nicht halb so groß, da ist es einfach so, dass wir schon gesehen haben, dass er Einzug in Doppelhäuser gefunden hat. Also das hatten wir schon mit euch. Ich glaube, dieser hier wird eher ein älteres Gebäude. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Nicht unbedingt. Also ich könnte mir den auch im Neubau vorstellen. Du kannst dir einen Neubau vorstellen? Ja. Mhm.
wieder abhängig vom Design, was man da auswählt und kombiniert. Okay. Also ganz nach dem Geschmack des Einzelnen, konfigurierbar, individualisierbar. Man sieht sofort, das ist wirklich ein Blickfang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Achso, ein Abo wollten wir noch. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann drückt die Glocke und abonniert uns. Ich muss immer sagen, die Glocke drücken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Da sind wir dann wieder am Starnberger See. Tschüss. Tschüss.